Herzlich willkommen, liebe Zuseher, bei Demokratie direkt. Wir haben heute eine doppelte Premiere. Wir sind das erste Mal im Studio B von Sovereign Media, in unserem neuen großen Studio, das wir gerade fertiggestellt haben. Und ich habe zum ersten Mal eine politische Organisation im Haus, mit der ich bis jetzt noch sehr wenig Kontakt hatte, und zwar die Topmannschaft von Wir sind Salzburg, habe ich das richtig gesagt? Die nennt sich die Bewegung für die echte Demokratie. Ich habe den Gerald Makel hier als Advocatus Diaboli, der Zuschauer und der Wähler. Der wird mir heute auch wieder da zur Seite stehen und die spannenden Fragen stellen. Als Gäste habe ich von der Bewegung den Gerhard Böttler, der ist der Obmann dieser Bewegung. Dann habe ich die Brigitte Hofer, herzlich willkommen im Vorstand. Dann den Bertel Neubauer als Obmannstellvertreter und auch vom Vorstand die Astrid Hurtado. Alles, habe ich alles richtig gesagt? Na, freut mich, weil ich ohne Brille sogar geschafft habe, das richtig runterzulesen. Ja, dann darf ich euch bitten, dass ihr euch ganz kurz persönlich vorstellt, ein bisschen was über euch erzählt, damit die Leute euch besser kennenlernen. Und wenn wir dann ein bisschen was gleich über die Bewegung hören. Bitte schön. Danke. Mein Name ist Astrid Hurtado Herrera. Der Nachname ist nicht ganz österreichisch, mein Mann ist aus Peru. Ich bin jetzt bei Salzburg, also wir sind Salzburg mit dabei, aufgrund der, auch dass ich mit dem Gerhard Böttler weitermachen wollte, um für Menschen etwas erreichen zu können in Österreich, weil eben das politische System derzeit nicht nach meinem Geschmack ist. Und ja, Was ist denn dein persönlicher Werdegang? Was hast du vorher gemacht, beruflich, politisch? Ich habe studiert, bin im Finanzbereich tätig, in der Privatwirtschaft. Gut, danke. Okay. Bertel, du bist dran. Ja, grüß Gott, mein Name ist Bertel Neubauer. Ich bin, wie mein Name schon sagt, Bauer. Also ich betreibe Milchwirtschaft im Salzburger Flachgau. Gemeinsam mit meiner Familie, bin verheiratet, habe zwei Töchter. Eine Tochter wird den Betrieb dann irgendwie weiterführen. Ob in Milchwirtschaft, weiß man nicht. Kann man den Jungen nicht reinreden. Ja, ich bin natürlich großgezogen worden mit der ÖVP Muttermilch, wie sonst als Bauer. Mir hat dieses politische System der ÖVP noch nie gefallen, das habe ich ganz offen. Und jetzt sitzen wir hier mit einer neuen Bewegung, das heißt Wir sind Salzburg. Und ich bin wirklich froh, dass wir es gemacht haben. Ich glaube, es braucht diese Bewegung ganz dringend, gerade im landwirtschaftlichen Bereich, wo ich herkomme. Ja. Warst du in der ÖVP schon politisch aktiv oder ist das das erste Mal, dass du aktiv politisch machst? Wie gesagt, mir hat das nie zugesagt. Es wurde immer versucht, mich irgendwie zu integrieren, aber in kürzester Zeit haben sie festgestellt, mit mir geht es nicht, weil ich die rechte Hand so schlecht aufgebracht und immer eine Meinung dazu gehabt, da schon als Junge eigentlich schon. Ja, und habe ich also meine Erfahrungen dort schon gesammelt. Und ich kann das nachvollziehen. Ich musste auch so alt werden, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt politisch was machen. Also wir verspüren scheinbar alle wirklich den Drang, etwas zu verbessern und zu bewegen. Genau. Ja, Brigitte. Ja, hallo. Es freut mich, dass wir da sein dürfen. Ich bin die Brigitte Hofer. Ich komme aus dem Pinzgau, aus dem schönen Salzburger Land. Bin verheiratet. Bin im Unternehmen von meinem Mann für sämtliche administrative Tätigkeiten zuständig. Habe selber ein kleines Kunsthandwerkgeschäft, das aber zurzeit ein bisschen hinter uns steht. Das muss ein bisschen Pause machen, weil zwei von meinen vier Kinder im häuslichen Unterricht sind. Und das natürlich eine riesen Herausforderung ist. Ja, und der Grund, mein Hauptgrund, mein Mann ist auch dabei, zu Wir sind Salzburg dazugestoßen sind unsere Kinder. Mhm. Weil wir einfach unsere Kinder das schuldig sind, dass wir ihnen was hinterlassen, was auch lebenswert ist. Ja, wir haben für unsere Eltern, Großeltern was vorgefunden, was lebenswert ist. Ja, und das sollen auch unsere Kinder wieder verspüren. Und zur Zeit geht es einfach in keine richtige, in keine gute Richtung. Okay. Und ich habe mir in 10, 20 Jahren nicht vorwerfen lassen, warum habt ihr damals, als ihr die Möglichkeit gehabt hättet, nichts dagegen gemacht. Kann ich nachvollziehen. Gerhard, bitte. Also mal danke für die Einladung. Schön, dass es quasi
mit euch beiden heute stattfinden darf. Sehr gerne. Ja, Gerhard Böttler, jeder, der meinen Werdegang kennt, weiß, dass ich vor knapp 2 Jahren Mitbegründer einer anderen politischen Partei gewesen bin. Ich glaube, monatelang das Gesicht dieser Partei, weil diese Partei auch operativ aufgebaut habe, zu einigen Wahlerfolgen führen durfte. Und als ich dann ausgetreten bin am 30. September, war für mich klar, ich werde nichts mehr machen politisch, weil ich einfach gesehen habe, dass man von Mitstreitern auch mehr als enttäuscht worden ist. Und hat sie aber dann, der Bertl hat so lang segiert und traktiert, ja, und hat mich mehrfach besucht und immer wieder motiviert. Und es sind auch wirklich herzzerreißende Mails gekommen, Zuschriften gekommen, die alle gesagt haben, hey Gerhard, probier's wenigstens. Und dann sind wir zusammengesessen, Anfang Mitte November, und auf einmal ist dieses Wir sind Salzburg entstanden. Ja. Warum wir sind? Weil es halt einfach auch so ein bisschen der Unterschied ist, ich habe es eher das Materialistische, ich bin es eher das Seelische, das Sein. Und die Mehrzahl von ich bin, sind wir sind. Und so ist das dann entstanden. Und ja, sehr zum Gaudium meiner Familie, die irgendwie bei MFG nicht so gezogen hat, aber jetzt mittlerweile voll motiviert ist, da mit dabei zu sein, ja, was mich extrem freut. Und womit ich bei der Familie schon bin, verheiratet, 2 Kinder, ein Pärchen, ein Buben und ein Dirndl. Und noch nicht ganz wahlberechtigt, also mein Sohn hat schon gesagt, Papa, hättest du ein bisschen früher aus, 2,5 Monate, war ich jetzt auch wahlberechtigt, das hat halt nicht funktioniert. Wir sind Salzburg, klingt, wie wenn ihr euch auf Salzburg fokussieren würdet, oder habt ihr da auch größere Pläne? Also wir haben uns jetzt einmal beginnend auf Salzburg fokussiert, es ist aber auch schon, wir sind Tirol und wir sind Oberösterreich gegründet, es ist in der Vorbereitung, wir sind Burgenland und in Niederösterreich gibt es eine Bewegung, mit der wir sehr freundschaftlich eng zusammenarbeiten. Das ist die Gruppe Ziel von Wolfgang Durst, der ja gestern auch bei der niederösterreichischen Landtagswahl im Bezirk Amstetten angetreten ist. Jetzt aber mal gilt der Fokus aufgrund auch der bevorstehenden Landtagswahl dem Bundesland Salzburg. Ja, erzähl uns was über die Grundsätze. Was wollt ihr eigentlich politisch vielleicht erreichen? Ich glaube, wir haben einmal ganz was Neues gemacht, weil wir haben uns im Vorfeld einmal unterhalten, es muss ein bisschen anders sein als alles bisherige, weil man weiß ja, dass 40% der österreichischen Bevölkerung, in Salzburg sind es fast 45%, von diesem politischen System massiv enttäuscht ist. Und das hat ja auch die gestrige Landtagswahl in Niederösterreich gezeigt, wo erfreulicherweise die Wahlbeteiligung wieder massiv gestiegen ist im Verhältnis zu anderen Zeiten, zu Oberösterreich, zu Tirol, zu Gemeinderatswahlen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, der Frust über die jetzige Form der Politik irrsinnig hoch ist. Und wir haben ja gesagt, na, eigentlich wollen wir ganz was anderes machen. Wir haben zuerst einmal einen Verein gegründet. Der Verein heißt auch Wir sind Salzburg. Und der Verein dient zum Netzwerken. Der Verein dient, um Veranstaltungen abzuhalten, um mit anderen Vereinen sich auszutauschen, gemeinsame Ideen zu liefern, gemeinsame Projekte umzusetzen, auch Vorträge zu veranstalten. Die zweite Ebene ist die Bürgerbewegung. Und die Bürgerbewegung soll quasi so ein bisschen der politische Arm sein, wo wir auch Politik machen können, aber immer im Einklang mit dem Verein und immer im Einklang mit den Menschen, womit wir eigentlich ja eh schon beim Wesentlichen sind, nämlich beim Statut. Das Statut ist auf der Homepage auch abrufbar. Über diesem Statut steht aber noch eine Verfassung, die wir uns intern gegeben haben, mit 10 Do's oder Don'ts, die ganz, ganz entscheidend sind und essentiell sind, weil sich damit jedes Mitglied, das im Übrigen die gleichen Rechte hat und überall mitentscheiden und mitbeschließen kann, dass also das Fundament dieser neuen Bewegung auch wirklich ein gutes Fundament ist. Und ja. Darf ich da reingrätschen? Ja. Ich grätsche immer rein, ich bin immer der Partycrasher. Ne? ich sehe meine Rolle heute, außer dass ich hübsch bin und neben dir sitzen darf, sehe ich meine Rolle heute eigentlich in ein bisschen die strukturiert in 3 Richtungen. Das erste ist, würde ich in Salzburg wohnen, wäre dort wahlberechtigt, würde ich gern herausfinden wollen, warum soll ich gerade euch wählen? Also was unterscheidet euch von den anderen politischen Mitbewerbern? Das Zweite, hast du gerade angesprochen, sehr interessant, wenn jemand in Salzburg politisch tätig werden will, als
Funktionär, als Mitglied, als Unterstützer, als Teil dieser Bewegung. Was unterscheidet euch da zu den anderen? Und das Dritte, aber das machen wir dann zum Schluss, weil das ist dann der unangenehme Teil, ist, da klopfe ich ein bisschen als Politanalyst, ein bisschen hinter dem Busch, um da ein paar Dinge für die Zukunft abzustecken. Aber ich würde gern damit anfangen und ich würde gern so einmal in die Runde herumfragen, wann ich jetzt die Tür aufmache und ich habe euch vor der Tür oder ich komme auf eine eurer Veranstaltungen, dann darf ich gern wissen, was ist der Unterschied zwischen Wir sind Salzburg, der FPÖ, der ÖVP, den Grünen? Gut, das weiß ich, glaube ich, was bei den Grünen anders ist. Ich muss nicht beten, aber zur Ökoreligion. Aber ich würde gerne wissen, was unterscheidet euch? Oder wie würdet ihr selbst beschreiben, mit eigenen Worten, was euch unterscheidet? Oder was ist euch wichtig, was den anderen offenbar nicht wichtig ist? Darf ich mit dir bitte anfangen? Ja, mir brennt es eh schon auf der Zunge, ja, ehrlich merk's, gesagt. Ja. Ich merke es, also ich bin schon. Startschuss. Also für uns ist der Mensch im Mittelpunkt, und zwar in seiner Gesamtheit, Körper, Geist, Seele, und alles muss gesund sein. Ja, also sprich, der Körper muss genauso gesund sein wie die Psyche oder die Seele, weil alles zusammenwirkt. Ja. Und genau das findet man bei den anderen Parteien gar nicht. Also ich sehe zum Beispiel, so wie du gesagt hast, bei den Schwarzen oder bei den Roten, ich sehe nicht, dass der Mensch im Mittelpunkt steht, weil Gesetze geschaffen werden oder Vorschriften oder generell nicht mit den Menschen interagiert wird, maximal vor einer Wahl. Ja, also ich sehe sonst nie am Politiker sich in die Menge schmeißen und abzufragen, die Menschen auf der Straße, was bewegt dich, was ist schlecht, was ist gut. Ja, das ist für uns eigentlich ganz, ganz wichtig, und wir sehen ja bei den Menschen, die ja in allen Bereichen betroffen sind von der Politik und von Gesetzen und so weiter und so fort, da gibt es eine Wechselwirkung zwischen allem, zwischen Familie, Kind, Jugend, der älteren Bevölkerung, die genauso mit einbezogen werden muss und auch betreut werden muss, wenn sie denn das benötigt. Oder Natur, Gesundheit, das spielt ja alles zusammen, ist alles verschränkt ineinander und ich kann das nicht trennen. Ich habe jetzt da, weiß ich, einen Gesundheitsminister oder einen Umweltsprecher oder wie auch immer. Das muss immer in der ganzheitlich gesehen werden, genauso wie der Mensch. Mhm. Ich bin ja Betriebsführer einer Landwirtschaft, die Landwirtin ist meine Gattin. Jetzt kenne ich die Vorteile und die Nachteile. Ich bin ja sonst Unternehmer seit 30 Jahren. Mhm. Und ich muss zu meinem, oder wahrscheinlich zum Ärger vieler Bauern jetzt sagen, die Bauernkammer vertritt euch in der täglichen Arbeit in einem unglaublichen Ausmaß, was sich ein normaler Handwerker, Freiberufler überhaupt nicht vorstellen kann. Andererseits weiß ich auch, wie unfassbar reglementiert die Landwirtschaft mittlerweile ist. Wenn ich jetzt als Bauer hergehe und sage, ich lege mich jetzt mit meiner Kammer an und sage, ich werde mich öffentlich bei euch engagieren und bei den Kammerwahlen antreten, dann habe ich die Fackeln vor der Tür mit dem Mist kommen. Aber was darf mich motivieren, als Betriebsführer einer Landwirtschaft bei euch in Salzburg aufzutreten und euch zu unterstützen? Ja, das ist ein wichtiges Zündelstück, was man da herschmeißt. Was motiviert mich? Wie gesagt, ich komme aus, habe ich eingangs gesagt, ich komme aus dieser Familie natürlich raus. Ich war ja 15 Jahre meines Lebens unterwegs in halb Europa mit der IG Milch und mit dem Europäischen Milchbord, wo wir gekämpft haben für faire und gerechte Preise für die Milchbauern speziell, weil nachdem ich auch einer bin, habe unzählige Demos auch mitgemacht und auch Treffen, wo drückt der Schuh, und das ist interessanterweise europaweit gleich. Uns wurde immer gesagt, die sind besser, die kennen viel besser, alle kennen es viel besser, außer ich. Ich bin jetzt Staatsheim mehr oder minder, also wir haben nicht so, wie du gesagt hast, das System ist ja super organisiert oder es wird um uns gekümmert. Ja. Und wenn man dann reinschaut, unter diese Oberfläche reinschaut, schaut es gleich ganz anders aus. Das ganze System dient der Unterwerfung, damit eben die Bauern still sind, damit sie keiner mehr was sagen traut. Sie haben jetzt auch das von der Wertschöpfung abgezweigt oder abgetrennt. Wir leben eigentlich oder können nur überleben aufgrund dieser sogenannten Ausgleichszahlungen.
Und das ist mit ein Grund, dass ich sage, wir müssen das in eine Richtung bringen. Es wird schwierig, das ist mir klar. Und das mit den Focken, so ein gutes Stichwort, das ist mir klar, dass das alles passieren, aber es ist mir egal. Nachdem ich jetzt die letzten 20 Jahre sage, es geht immer nur weiter, nur, immer nur tief hinein in die komplette Abhängigkeit. Und ich spüre jetzt rund um und um diese Unzufriedenheit meiner Kollegen, die was ganz einfach merken, halt das, wir haben in der falsche Richtung galoppiert, nur wir schaffen den Umkehrschluss. Ja. Wir müssen einfach den Verantwortlichen sagen, so, wir tun da nicht mehr mit. Genauso wie in der Covid-Krise, wir tun da nicht mehr mit. Wir brauchen ein neues, anderes System, damit wir in Zukunft auch wieder wirklich Unternehmer sind. Das heißt ja der Bau als Unternehmer. Ja, wenn du dann reinschaust, wo bin ich Unternehmer? Mir wird alles vorgegeben. Die Vorschriften haben eh nicht mehr zum Handeln mehr am Ende. Jetzt kommt ein neues Gesetz mit dieser Biodiversitätsverordnung. Ja. 7% der Fläche aus der Bewirtschaftung herausnehmen mit unfassbaren Vorschriften, wie du das als Praktikant draußen magst, ist jedem scheinbar egal. Ich habe das auf der Bauernkammer schon anbringen lassen, aber jeder sagt, das sind halt irgendwelche Vorgaben. Dann sagen sie, ja, das ist Brüssel. Es wird aber gesagt, Brüssel. Brüssel ist eine ganz normale Stadt wie Wien oder Salzburg auch. Ja. Da sitzen halt im innersten Zirkel diese Glasfassaden-Stadt mehr oder weniger, da sitzen österreichische Menschen, die was halt da mitstimmen oder mittun, ja, weil sie es ja nie umsetzen müssen. Das ist ein Stück weit unser Problem, dass doch viele aus der Landwirtschaft studieren gehen und dann in diesen Ämtern und diesen geheizten Büros sitzen, aber niemals machen müssen. Ja. Und das müssen wir machen und das ist nicht mehr durchzuführen. Ja. Und was ich da jetzt erlebe, ist eine Resignation hoch zwei. Wir wissen auch, die Überalterung ist in der Landwirtschaft enorm und es werden die nächsten Jahren viele Betriebe noch ausscheiden. Also, gerade in der Milchbranche haben sie jeden Tag 9 in Österreich, was jeden Tag zusperren. Ja. Das wird irgendwann eine Auswirkung auf die Regionalität, auf die regionale Wirtschaft und deshalb müssen wir da einen Umkehrschwung machen. Ja. Und deshalb bin ich angetreten, um das irgendwie zu ändern. Ja. Ich habe jetzt noch nicht den fixfertigen Plan. Ich weiß schon, in welche Richtung das gehen muss. Und durch meine, wie gesagt, Arbeit aus den letzten 15 Jahren, weiß ich, wie es gehen würde. Was ich noch nicht habe, ist halt der Mut meiner Kollegen, den braucht man und dann darf sich schnell was ändern. Wie gesagt, wir haben es bewiesen. In 2008 haben wir in Österreich wieder einen Milchstreik ausgerufen, weil ich mich noch erinnern kann. Mhm. Und da haben wir schnell gesehen, dass große Institutionen, in Österreich ist ja die Institution Raiffeisen natürlich in diesem Bereich, dass sie eingeknickt sind. Nur weil ein paar Bauern was gemacht haben, was mit denen sie nie überhaupt nicht gerechnet haben, weil sie haben geglaubt, durch diese hierarchische Struktur können sie uns wirklich unter der Decke halten und wir haben einen Start, aber das haben wir ja noch bewiesen. Du hast mir gut das Stichwort gegeben, einknicken, in dem Fall würde ich sagen, geknickt. Ich bin sechsfacher Vater. Wenn ihr sechsfacher Vater hinkommt, so wie es in Salzburg und sagt, meine Kinder, Gott sei Dank, sind meine Kinder alle schon aus der Schule draußen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie die letzten 2-3 Jahre agiert hätte, wenn hätte ich alle Kinder noch in der Schule. Jetzt, wenn ich zu wie es in Salzburg hingehe, was unterscheidet euch von der Auffassung, wenn ich als Wähler wissen will, was ist der Unterschied, wenn ich als Wähler und Vater oder Mutter wissen will, nein, ich erkläre mich jetzt nicht zu einer, also ich habe das Geschlecht nicht gewechselt. Also wenn ich als Vater und Wähler wissen will, was unterscheidet euch, was jetzt du mir antworten? Die Wahlfreiheit. Wir sind jetzt sind eben durch die Krise, was wir jetzt die letzten 2 Jahre gehabt haben, durch einen gewissen Herrn Politiker, der am 4. August 2021 gemeint hat, es gut heißen zu müssen, dass Kinder in der Schule durchaus gemobbt werden können, zum guten Zweck, wenn sie nicht geimpft sind. Das war für uns eigentlich jetzt ein ausschlaggebender Grund, dass wir unsere Kinder aus diesem System rausgeholt haben. In der Schule, es gibt so viele Baustellen, die Kinder werden, als Beispiel jetzt, Kinder kommen auf die Welt. Sie fangen mit einem Jahr Hausnummer jetzt zum Gehen an, andere fangen mit 16 Monaten zum Gehen an. Die einen fangen mit 2 Jahren zum Brabbeln an, reden schon ganze Bücher, andere brauchen bis 3 Jahre. Dann werden sie 6, 7 Jahre alt und dann werden sie auf einmal alle über einen Kamm geschert. Jeder muss das gleiche kennen, sie werden in eine Schublade gesteckt. Da hat ein Bewegungsdrang, der kann sich nicht mehr bewegen, der muss jetzt sitzen bleiben stundenlang. Der eine tut gern zeichnen, der macht gern was mit der Hand, muss jetzt auch Ruhe geben, weil man muss jetzt aufpassen und was da vorne passiert. Also es wird schubladisiert.
Und aus dem, und das gehört einfach geändert. Kinder sollen in die Natur raus. Also wir merken es jetzt bei uns, wir haben unsere Heid mit. Für uns ist das jetzt eine Exkursion. Gell? Wir sind durch verschiedene Bundesländer gefahren. Da werden wir dann daheim auch am Atlas schauen, wo wir da überall gewesen sind, wo wir durchgefahren sind. Mit dem, wo sie es selber erleben, lernt man ja viel mehr. Und das passiert in der Schule leider nicht. Gell? Natürlich hat nicht jeder die Möglichkeit, so wie mir, dass wir sagen, wir nehmen das auf uns, dass wir unsere Kinder selber bilden. Aber dann kehrt halt auch in der Schule das einfach so weit geändert, dass man auf die Kompetenzen und auf die Bedürfnisse von den Kindern eingeht. Aber wenn man halt so mit der Förderung zum Beispiel schon in der fünften Schulstufe anfängt oder auch schon früher, weil die Lehrer, die haben ja jahrelange Ausbildungen, die müssen ja auch sehen, wo liegen die Stärken und die Schwächen von einem Kind. Und das dahingehend begleiten und in die Richtung bringen, dann gibt es nicht nur Studenten, sondern da gibt es auch dann einen guten Handwerker, dann gibt es einen Autor, dann gibt es an Architekten, also es geht richtig dann jedes Kind in seine eigene Richtung. Und das gehört unserer Meinung nach gefördert. Und wenn es ganz schief geht, werden es Politblocker. Und deswegen wollte ich jetzt dich bitten, Max, dass du übernimmst, nachdem der Neutralitätsgebot und Objektivitätsgebot, nachdem die Menschen wissen, dass wir beide uns kennen und auch zur Zeit der MFG oft miteinander kommuniziert, dann bitte ich dich, ihn zu grillen, weil sonst heißt es, ich mache eure Rechnungen begleichen. Also würdest du bitte den Gerhard befragen. Ja, ich sehe als die Überleitung eigentlich viele von den Punkten, die ihr drei schon jetzt angesprochen habt. Ich habe da meine eigene Meinung dazu. Das ist, dass vielen von den Problemen, über die wir hier reden, sind nicht ursprünglich mehr sozusagen aus unserer Politriege heraus, sondern die kommen tatsächlich aus der EU. Also bei der Landwirtschaft ist es ganz extrem. Ich bin der Meinung, das dient dazu, die Industrialisierung der Landwirtschaft voranzutreiben. Das wird also der Regionalität und den lokalen kleinen Landwirtschaften extrem schaden. Wir haben das gleiche Problem bei der Bildung. Es kommt wahnsinnig viel auch bei der Bildung aus der EU heraus. Und dann haben wir natürlich auch viele andere Dinge. Und unser derzeit größtes Problem ist, wie die EU mit der Ukraine-Krise umgeht. Ne? Also wir sind ja zwar in Österreich können wir Meinungen haben, wir können sogar in der Politiker haben, die anderer Meinung sind, aber da ja, wird viel von der EU vorgegeben. Wo geht das hin? Wie stellst du dir vor, dass wir mit dem umgehen? Was ist da euer Plan, mit all diesen Dingen, die uns da vorgegeben werden, klarzukommen und das besser zu machen? Danke für die Frage, weil die brennt mir schon ein bisschen unter den Nägeln. Wahrheit. Ich meine, wenn man sich das überlegt, dann muss man eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen. Mit der Neutralität, mit dem Beitritt zu den Vereinten Nationen. Aber wenn man das jetzt so fortführt, war ja dann der 12. Juni 1994 ein ganz entscheidender Tag, wo Österreich quasi abgestimmt hat zum Beitritt für die Europäische Union. Wobei wir sind beigetreten einem föderalen System. Wollte ich gerade sagen. Und mittlerweile wird das von der Uschi von der Leyen, ist ja die EU nur mehr der Mittel zum Zweck unter der NATO, wenn man ganz ehrlich ist. Also ist zumindest mein Eindruck, ja, die EU ist ein kleiner Teil der NATO mittlerweile. Und dort entscheidet ein anderer Staat, der jenseits des Atlantik sitzt, entscheidet mehr oder weniger, wer ist ein Guter und wer ist ein Schlechter. Und die Guten werden gefördert und die Schlechten werden nicht toleriert. Und wenn man jetzt vielleicht 23 Jahre zurückgeht, als der damalige NATO-Generalsekretär Javier Solana gesagt hat, wir können Europa nur im Gesamten denken und werden dann niemals Russland ausschließen können. Das wurde 1999 vom damaligen NATO-Generalsekretär gesagt. Ich finde es total spannend, als ich vor 10 Monaten, nicht ganz 10 Monaten, den Salzburger Nachrichten damals in meiner anderen vorhergehenden Funktion ein Interview gegeben habe und gesagt habe, bitte beleuchtet die ganze Situation zwischen Russland und der Ukraine. Wobei ich wirklich eins sage, also der Einmarsch der Russen in der Ukraine ist zu verurteilen, ohne Zweifel. Ja. Wird einen Grund gegeben haben, den werden wir vielleicht irgendwann einmal erfahren, warum die da einmarschiert sind, aber der ist zu verurteilen. Aber betrachtet das einmal wirklich aus beider Sicht neutral, wurde ich von den Salzburger Nachrichten als bester Buddy von Wladimir Putin geadelt, ja, wo ich mir sage, okay, wenn, dann war ich einmal gern bei ihm in Moskau irgendwo gewesen, wo er jetzt nie davor so ähnlich wie wir schon mal geredet haben. Lange Rede, kurzer Sinn, die EU in der derzeitigen Konstellation
hilft uns gar nichts mehr. Wenn, dann hilft sie uns tatsächlich, so wie es das du vorher gesagt hast, in der Art und Weise, aber in der jetzigen Konstellation, back to the roots. Also, horch dir mal um, wie viele Österreicher und bei uns in Salzburg auch, wie viele Salzburger würden jetzt für einen EU-Austritt stimmen? Das ist eine korrupte Institution und sonst gar nichts mehr. Ganz offen gesagt, wenn, und da sind wir auch, und wenn du unseren Folder mal durchschaust, ja zum EU-Austritt unter gewissen Voraussetzungen, weil so wie die EU sich jetzt darstellt, brauchst du das nicht mehr. Du wirst nur mehr reguliert, du wirst nur mehr in irgendeine Schublade gesteckt, da muss ich ganz ehrlich sagen, no go. Und das Ganze geht aber auch weiter. Wenn du da anhörst, Sicherheitsberater in Österreich, ja jeder sagt, die Neutralität gehört aufgegeben. No-go, ein absolutes No-go, ganz im Gegenteil. Wobei, das sind ja keine echten Sicherheitsberater, die werden ja nur von den entsprechenden natürlich vorgeschoben, das heißt, politischen Kräften zu Experten gemacht. Nicht? Na klar, wir haben uns am Wochenende jetzt mit einem General, der in Rente ist, einmal länger unterhalten über das Thema Neutralität. Und ganz im Gegenteil, du hättest eine unglaubliche Chance in der Neutralität. Es gibt in der OSZE, die ja ihren Sitzstaat quasi in Wien hat, die Möglichkeit, das Recht auf Neutralität anzusehen, wenn wir da einen zweiten Wiener Kongress im wahrsten Sinne des Wortes wieder veranstalten würden. Aber dann wäre das ein absolutes Highlight. Aber nein, wir haben einen Bundeskanzler, der gesagt hat, die Neutralität ist uns 1955 von der Sowjetunion auferzwungen worden. Ich meine, mit solchen Ansätzen kann ich halt nur schwer umgehen. Und da ganz ehrlich sagen, da sind wir halt einfach auch in der Situation, dass wir alles versuchen müssen, um einerseits die Neutralität aufrechtzuerhalten, denn 85% der Österreicher wollen das. Und da fährt der Zug drüber. Und ich kann nicht, können tun sie schon, ja, aber ich kann nicht 85% der österreichischen Bevölkerung komplett ignorieren. Und darüber hinaus aber eine EU, wie sie derzeit ist, also ich brauche es nicht mehr und wir brauchen es, glaube ich, in der Form auch nicht mehr. Nachdem wir heute leider nicht stundenlang diskutieren können, darf ich gern einen Themensprung machen, nämlich ganz kurz, bevor wir zu den Salzburger Landtagswahlen kommen, nur ganz kurz einen Sprung zu denjenigen machen. Ich glaube, drei von euch waren früher bei der MFG. Die Problematik, die halt jetzt in dieser Bewegung und deren Entwicklung drinnen steckt, ist, dass es sehr viele Menschen abgeschreckt hat, sich politisch zu engagieren. Also viele sind hier, und ich kenne wirklich viele aus meiner Leserschaft, die hier sich mit Haut und Haar und Geld und vor allem ganz viel Zeitaufwand für diese Bewegung engagiert haben, die jetzt tief enttäuscht sind und jetzt zum Beispiel in Salzburg oder auch in anderen Ländern, Bundesländern, werden die jetzt von euch angesprochen. Und wenn ich jetzt angesprochen werde und sage, ja, du warst ja schon, du hast schon so viel gemacht, dann sage ich, wisst ihr was, ganz ehrlich, warum sollte man das jetzt noch mehr antun? Ich hätte nur gern ganz kurze Runde, weil ich würde dann gerne auf die Landtagswahl kommen, ganz kurze Runde, warum sollte es jetzt jemand sich bei euch engagieren? Was unterscheidet euch von dem, wo ihr gerade herkommt, MFG? Was euch unterscheidet von den Parteien, wissen wir jetzt, das haben wir, glaube ich, jetzt gesehen, es sind lauter Menschen aus dem direkten Leben und keine Politsprechpuppen, die da jetzt vor mir sitzen. Aber wenn ich jetzt bei euch mitarbeiten würde, wollen oder ihr sprecht Funktionäre an, sagt mal ganz kurz, was der Unterschied zwischen wir sind Salzburg und mit freundlichen Grüßen, Menschenfreiheit, Grundrechte. Also für mich war, wenn ich jetzt das aufnehmen darf, für mich war der Grund derjenige, also wie der Gerhard aus der MFG ausgetreten ist und man ja auch einiges erfahren hat, wie das bei der MFG läuft, da war für mich eigentlich ehrlich, ich bin nur mit offenem Mund da gesessen, weil für mich war die MFG damals in der Form, wie ich dachte, sie würde laufen, das Licht am Ende des Tunnels quasi, ja. Aber jetzt, entschuldige, ich will hier Abwesende nicht bashen, immer. Also ich will keine Vergangenheit, würde ich jetzt zu euch, warum wir sind Salzburg? Was unterscheidet mich, wenn ich für euch rein, wenn dass ich für die anderen rein? Oder anders gesagt, was habe ich bei euch Rechte, was ich die anderen nicht habe? Wie seid ihr in der Organisation für eure Mitglieder anders als die anderen? Das darf mich jetzt so kurz schlagwortartig interessieren. Wenn ich das kurz erläutern darf, wir haben das von Haus aus anders angesetzt. Wir haben rund 70 ordentliche Mitglieder,
Was alle gleich stimmberechtigt sind, also da gibt es keine Aufregung oder der hat mehr oder weniger Stimmen, sondern diese 70 Mitglieder entscheiden, wann uns wir als Führungskräfte jetzt da über diese Verfassung, was wir uns gegeben haben, drüber bewegen, dann sind wir weg. Das wissen wir alle. Genauso gut, jeder Mandatar weiß, wenn er bei uns hineinkommt, dann muss er einen gewissen Teil für soziale Zwecke bereitstellen. Und natürlich ist durch diese Auflösungserscheinung in der Vorgängerbewegung natürlich der Frust da, das ist ganz klar. Ich merke selber in meinem Umfeld, dass die Schmerzen bewegen sind. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, im Leben man kann einmal einen Unfall machen, man sollte auch wieder aufstehen. Weil wie gesagt, es ist ja das Problem jetzt nicht gelöst, deshalb, weil man sagt, nein, da haben wir nichts mehr. Irgendwo muss ja trotzdem sagen, ja, man muss sich in diese Szene jetzt einmischen, weil es geht ja so nicht mehr weiter. Weil man muss gehört haben, es fällt in der Schule, es fällt in der Landwirtschaft. Ja, überall, allen Orten merkt man das und deshalb sage ich, ja, wir machen das anders. Findest du jetzt habt ihr es, wie lange seid ihr jetzt? 6 Wochen? 2 Monate? Knappe 2 Monate. 2 Monate. Ja. Für dich persönlich, siehst du einen Unterschied in der Arbeit früher, jetzt, definitiv, jetzt? Definitiv, ja? Weil ich einfach sehe, ich arbeite direkt mit, ich habe Ansprechpartner, wir hören uns. Ja, einmal in der Woche ist, glaube ich, sehr, sehr minder bemittelt gesagt, weil ich glaube täglich, ja. Und jeder bringt Ideen ein und Sachen werden diskutiert und gemeinsam entschieden. Also das ist völlig anders wie vorher. Völlig. Du? Ja, ich kann eigentlich so gar nicht mitreden, weil ich ja vorher nicht dabei gewesen bin. Was hat dich dann motiviert? Nein, wir wären zwar zum Schluss, also im September, glaube ich. Im September war das ja, genau. Werden wir zur MFG dazugestoßen. Ja, und für uns war, Gerhard Böttler war für uns MFG und er hat das gelebt und die Werte, das war einfach das wo wir uns auch wieder gesehen haben. Und, aber ich glaube, dass wir einfach der Unterschied jetzt sind, dass wir tatsächlich das machen, was wir sagen. Ja, wir machen jetzt zum Beispiel, jetzt den Freitag haben wir bei uns in Saalfelden haben eine Informationsveranstaltung. Da werden wir uns kurz vorstellen. Und das aber total kurz halten und dann die Bürger zum Wort zu Wort kommen lassen und die Anliegen von den Menschen anhorchen und schauen, wo wir ihnen tatsächlich helfen können. Also nicht schöne Worte, sondern Taten. Mhm. Und jetzt muss ich die direkt anschießen. Gehen wir mal davon aus, ihr seid erfolgreich. Gehen wir davon aus, ihr kommt in den Landtag, ihr kommt in viele Gemeinden in weiterer Folge hinein. Das mit der Basisdemokratie, dass jeder gleichberechtigt, stimmberechtigtes Mitglied ist, das fragst du einmal bei den grünen Funktionären nach, wie das ausgeht. Dass wirklich jeder bei jedem Thema gleichberechtigt mitstimmt, erzeugt Chaos. Glaubst du, dass ihr dieses Mal, das ist ja der zweite Anlauf, dass es dieses Mal gelungen ist, eine Organisationsstruktur aufzubauen, die einerseits das Gefühl, was die da beiden gerade geschildert haben, nämlich, dass sie wirklich gehört werden, auch umsetzbar gemacht worden ist, dass man dann trotzdem eine gewisse Lenkung haben kann, damit man effizient arbeiten kann, weil das ist ja genau das, woran die Vorgängerpartei glorios, grandios gescheitert ist, die Ineffizienz und das nicht umsetzen können. Glaubst du, dass du das diesmal besser gemacht hast? Darf ich einen Satz ausholen dazu? Geht schon. Ich glaube, jeder, der die vergangenen 2 Jahre seit der Gründung der MFG miterlebt hat, und du warst ja doch auch ein prominenter Teil davon, hat, glaube ich, auch miterlebt, das sage ich jetzt ohne nicht unstolz zu sein, und das sage ich auch deshalb, weil viele Menschen mir das auch attestiert haben, dass ich das Herz und die Seele der MFG gewesen bin. Mhm. Und diese Partei auch maßgeblich aufgebaut habe. Gewisse Dinge waren halt leider auch nicht möglich. Ich würde gerade sagen, war das jetzt was Gutes oder was Schlechtes? Nein, ich kann auch sagen, gewisse Dinge waren leider nicht möglich. Wenn ich mir überlege, dass ich schon längst eine Statutenreform haben wollte, wenn man überlegt hat, dass ich schon längst, wo jetzt nicht 15 Leute entscheiden, sondern wo die breite Masse mitdiskutieren und in gewissen Dingen mitentscheiden kann, wo ich damals uns in der MFG damals, jetzt bewusst auch noch uns, eine Verfassung geben wollte, die wir jetzt umsetzen durften, ja, weil es einfach so wichtig ist, dass man diese Transparenz, weil es einfach so wichtig ist, dass man
man diese Form der direkten Demokratie den Menschen auch signalisiert und rüberbringt. Und ja, Gerald, ich bin fest davon überzeugt, dass es machbar ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass wenn jeder seinen Rahmen kennt, wenn jeder Mensch weiß, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, dann kann man das auch nutzen. Mhm. Wir haben damals, als wir das gegründet haben, wirklich bewusst Menschen angesprochen, und das war ein langes Monat, der November, wo wir auf die Leute zugegangen sind und gesagt haben, wir wollen das bewusst anders machen. Ich habe ganz, ganz viel Erklärungsbedarf auch bei den Menschen gehabt, weil die Leute gesagt haben, du Gerhard, aber es war ja schon so. Dann habe ich den Menschen einmal erzählt, was denn wirklich so alles bei der MFG gelaufen ist. Weil wenn ich dir das jetzt erzählen würde, du, das glaubst ja gar nicht. Wollen wir wahrscheinlich auch nicht hören. Wollen wir heute nicht behandeln. Von dem her bin ich fest davon überzeugt, dass das machbar ist. Von dem her bin ich fest davon überzeugt, dass eine Art Basisdemokratie auch möglich ist, wenn sich jeder an die Rahmenbedingungen hält und wenn wir gemeinsam das Ganze angehen. Gut. Ich glaube, jetzt kommen wir zum Wichtigsten für euch in den nächsten 4 Wochen, den Landtagswahlkampf. In 2 Monaten. Das wäre der Satz gewesen, denn ihr werdet keinen Landtagswahlkampf führen können, wenn es euch nicht gelingt, in ganz Salzburg Unterstützungserklärungen zu kriegen. So, jetzt bin ich wieder der Wähler, Unterstützer, Interessent. Ich habe da, wir sind Salzburg, Unterstützungserklärung. Ich kann das da gerne unterschreiben, aber ich bin für Salzburg. Das war jetzt schon mal. Die Anleitung, wie es geht. Ich wüsste zwar gerade, wenn ich eine Brille aufsetze und meine Eitelkeit ablege und die Brille aufsetze, dann könnt ihr das auch lesen, was ich da ausführen muss. Aber fangen wir es gleich anders. Worauf muss ich als Salzburger aufpassen? Was braucht ihr von den Salzburgern an Zahlen, an Unterstützer? Und ist es auch möglich, dass ich, so eine dumme Frage, wird mir immer wieder gestellt, es gibt keine dummen Fragen, es gibt nur Leute, die nicht wissen, was sie fragen oder sich vorher nicht erkundigen. Darf ja, wenn ihr eine andere Partei wollen, wir euch unterstützen? Ja, natürlich darf man. Wir haben die Fälle schon gehabt. Ich habe gesagt, sie unterstützen uns sehr gerne, aber wählen werden sie uns nicht, wählen werden sie die FPÖ. Mhm. Ja, also man kann durchaus... Was sagst du dann? Würde uns trotzdem freuen, wenn wir deine Stimme kriegen, aber wir freuen uns natürlich auch über deine Unterstützung. Okay. Wie viel Unterstützer braucht es? Das ist eine relativ hohe Hürde. Wir brauchen in Salzburg 600, also 120 Salzburg-Umgebung, wo ich herkomme. Dann 120 in der Stadt Salzburg, das ist eigentlich eine der größten Hürden. Dann Denningau haben wir 80. Dann haben wir einen Lungau mit 80 und dann nochmal einen Penzgau mit 120. Mit 100. Mit 100. Und einen Bonka mit 100. Das heißt, mit anderen Worten, damit wir es auch für die Zuschauer klar sagen, 300 Leute in Salzburg helfen euch. Zwar war es wunderschön, schaut ein tolles Ergebnis aus, heißt aber nicht, dass du im Lungau antreten darfst. Genau. Sondern dann kennst du in Salzburg antreten. Genau, dann bist du nur in diesem Bezirk auf dem Wahlzettel. Und jetzt gehen wir alle davon aus, die Leute schauen das Video an und denken sich, das ist die erste Mal eine Bewegung, wo ich richtige Menschen sehe, oder eine der wenigen Male, dass ich richtige Menschen sehe, die sich engagieren und nicht Politfunktionäre, die einen Posten haben wollen. Was mache ich dann? Wo gehe ich hin, Herr Böttler, mit dem Zettel? In der Stadt Salzburg aufs Magistrat, aufs Meldeamt. Ja. Kieselgebäude, 4. Stock. Ansonsten in die Wohnsitzgemeinde, ja. Vor der Gemeinde zu unterfertigen. Mhm. Entschuldige, vor der Gemeide hast? Beim Amtsleiter oder also bei der Sekretärin. Nicht bei der Sekretärin. Bei der Gemeinde. Meistens ist es beim Meldeamt. Beim Meldeamt, ja. Gut, dann haben wir es genauer. Weil sonst dann, am Anfang unterschreibt er von irgendwo. Dann muss die Gemeinde das Ganze bestätigen. Okay. Mit Datum, mit Stempel, mit Unterschrift. Dann das Original retour geben. Ganz wichtig, keine Kopie, sondern das Original. Mitnehmen? Mitnehmen. Also das heißt, das Original darf nicht dort bleiben? Es darf nicht dort bleiben, genau. Gut. Uns bringen und dann uns entweder persönlich übergeben oder uns schicken. Wobei wirklich... Uns schicken. Die Leute finden auf der Homepage auch die Adresse, wo wir sind, Salzburg verortet ist. Aber es gibt in den Bezirken ganz, ganz viele Menschen, die bei uns ja tätig sind und die das Ganze dann einsammeln und dann halt abgeben. Mhm. Und wichtig ist aber wirklich auch, es darf nie nur der Familienname oder nur der Vorname umstehen, sondern muss alles
ausgefüllt sein, entsprechend eines Dokumentes, amtlichen Lichtbildausweises, Geburtsdatum, Wohnort und... Man muss aber dazu sagen, die Gemeinden helfen nicht beim Ausfüllen. Nein. Das heißt, man muss de facto vorher hingehen. Gibt es eine Möglichkeit, habt ihr sowas wie eine Service-Telefonnummer oder eine Service-E-Mail-Adresse, wo man anrufen kann, wenn man sich nicht auskennt? Ja, selbstverständlich. Okay. Kann man auch einblenden. Sehr gern. Und was nicht unwichtig ist, man kann nur eine Partei unterstützen. Und es sind, glaube ich, vier. Also es sind jetzt in Salzburg-Weizen vier Bewegungen, Parteien, die um Unterstützungserklärungen buhlen. Interessanterweise auch eine Partei, die bereits im Landtag sitzt, aber nur zwei Landtagsabgeordnete hat. Und das Salzburger Landeswahlrecht sieht vor, entweder drei Landtagsabgeordnete oder 600 Unterstützungserklärungen. Okay. Die Frage natürlich auch, mir ist natürlich die Problematik bei dem ersten Antreten ganz kurz vor der Wahl sich da hineinzusetzen, dass das Risiko groß ist, die Chance nicht allzu gut ist. Wie geht es dann weiter? Wie stellt ihr euch vor, dass ihr dann eure politische Arbeit weitermacht? Wenn es in den Landtag kommt, natürlich, ja, aber was ist, wenn nicht, wie geht es dann weiter? Oh ja, darf ich kurz vielleicht. Also wir haben bewusst die Chance angesetzt, sollte es nicht klappen mit dem Einzug. Wie der Gerhard gesagt hat, es ist relativ schwierig. Ja. Dann machen wir ganz normal weiter, dann haben wir auch mehr Zeit, uns noch mehr zu festigen, auch in den Regionen mehr zu festigen. Es gibt ja dann auch die Gemeinderatswahlen und versuchen auch ein Jahr draußen, später. Mhm. Ein Jahr später. Ach so, die laufen nicht parallel. Laufen parallel. Und dann schauen wir, dass man in den Regionen dann wirklich auch noch Ansprechpartner findet, die sie auch auf Gemeindeebene engagieren wollen. Und einfach diese Bewegung, wir sind Salzburg, einfach das Fundament da fertigzustellen. Ja. Es hat auch im Vorfeld Bestrebungen gegeben oder Überlegungen gegeben, wir treten nicht an. Und dann haben wir durchgesagt, nachdem wir uns extra wegen dem auch gebildet haben, wir treten an und versuchen es halt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, nach dem Motto. Ja, aber wie gesagt, wenn es nicht scheitert, haben wir von Haus aus gesagt, da nicht Kopf in den Sand und aus gar, sondern dann bauen wir das einfach Stück für Stück auf. Wir unterstützen, und das ist, glaube ich, allgemein bekannt, alle oder viele Bewegungen, wo wir glauben, das ist wichtig für die Demokratie. Der Politanalyst sagt natürlich, ihr seid ein echter Außenseiter im Rennen, der 1 zu 100 Chance zum Draufwetten. Jetzt, das war nämlich ganz interessant, was du nämlich gesagt hast, weil das ist nämlich der Unterschied oder eines der wichtigsten Dinge in einem Wahlkampf wird sein müssen, dass man den Leuten erklärt, dass ihre Stimme nicht verloren ist, wenn man für euch stimmt und sie kommt trotzdem nicht rein. Das ist, glaube ich, die wichtigste Botschaft, die man umbringen sollte. Ob euch das gelingt, ich wünsche euch viel Glück. Aber das wird das Hauptkriterium ist immer, und das ist das auch das Hauptargument der anderen, die schon etabliert sind, ist immer, wenn es für dich stimmt, die haben bei 5% nie eine Chance, dass eine kommt, also ist deine Stimme verloren. Also ich sage jetzt als Politanalyst, das muss ich klar sein, das zu argumentieren, wird das Wichtigste sein zum Weiterbringen. Interessant war die Geschichte, nämlich unter dem Hinweis, ich habe gar nicht gewusst, dass die Gemeinderatswahlen schon nächstes Jahr stattfinden, weil dann ist das eigentlich da hier jetzt wie ein Probegalopp. Es war natürlich super, wenn Sie überhaupt Wahl kämpfen könnt, wenn es am Stimmzettel steht, weil dann habt ihr mediale Aufmerksamkeit. Und da kommt jetzt dann meine Frage, weil diese Geschichte mit, wir sind die Kontrollpartei, das sagen erstens einmal eh alle. Aber wenn man dann nachfragt, muss man sagen, ihr müsst euch aber auch klar sein, dass ihr auch Kompromisse schließen werden müsst, weil ihr werdet keine absolute Mehrheit kriegen, nicht in absehbarer Zeit. Und bis dorthin wird es entweder gar nichts erreichen oder Kompromisse schließen müssen. Wie stellt ihr euch vor, dass ihr mit dieser gespaltenen Persönlichkeit, die man haben muss in der Politik, das will ich euch gleich sagen, also hundertprozentig deinen Prinzipien treu sein, wirst du nicht können, weil sonst wirst du nichts erreichen. Wie seht ihr das selber, die eigene Kompromissfähigkeit, die eigene, ich will das Wort Radikalität gar nicht in den Mund nehmen, aber die eigene Konsequenz, wie seht ihr euch da? Also ich muss da kurz widersprechen, ich glaube, wir müssen Politik mal neu denken. Ja, also du als Politikanalyst willst das jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber wir müssen tatsächlich, das ist auch keine Floskel von mir, sondern wir müssen Politik tatsächlich neu denken. Die Art und Weise, die Politik bis dato gelebt hat,
ist vorbei. Man hat es in vielfältiger Weise gesehen, man hat es gestern zum Teil gesehen. Mangels Alternativen ist eine andere Partei stark geworden. Ich weiß aus Salzburg vom Industriellen Verband sehr genau, wie die Landtagswahlen nachher ausgehen sollen, dass genau eine andere Partei, die ÖVP wird vermutlich stärkste Partei in Salzburg bleiben. Schauen wir mal, du bist vielleicht anderer Meinung, aber genau die Partei, die du als stärkste siehst, die will unbedingt mit, also da sagt die ÖVP schon, das wird ihr neuer Juniorpartner werden in Salzburg, so zumindest aus dem Industriellen Verband raus. Ich glaube auch nicht, dass die Stimme verpufft, denn wenn wir Politik wirklich neu denken, dann kann man sehr wohl Aufmerksamkeit erlangen, man kann sehr wohl Akzente setzen, ohne wirklich seine eigene Identität und seine eigenen Grundwerte aufzugeben. Mhm. Und das ist zumindest unsere Intention. Wenn ich das gemacht hätte, wenn ich mich kaufen hätte lassen, hätte ich bei einer anderen Partei auch bleiben können. Entschuldigung, ich gebe dir recht und ja. Das war ja eine provokante Frage, um die Antwort herauszudrücken. ich bin ja da jetzt nicht so als Verkäufer, sondern als Kitzler, ich will jetzt aber was herauskitzeln, die Emotion. Aber man muss bitte schon, und das gefällt mir eben auch angesichts der immer weiter stärker werdenden Radikalisierung im Ton und mittlerweile auch Aktion, muss man schon sagen, nur weil man irgendwo mitstimmt, ist man nicht gekauft. Ja, man muss also da schon sehr aufpassen. Die lassen sich kaufen und stimmen dann mit. Das hat nichts mit Kaufen zu tun. Das ist das, was jeder Ehemann und jede Ehefrau tagtäglich macht, nämlich Kompromisse schließen. Ja. Wie weit ist Provokation vertretbar und wann beginnt Radikalität? Also sprich, gerade jetzt, deswegen schaue ich die gerade an, wir wissen, wenn man die Bauern ärgert, dann fahren die Traktoren auf und der Mist ist hinten drauf und wird abgeladen. Und das ist auch sehr erfolgreich, wie du richtig gesagt hast, mit dem Milchstreik. Da sind sie eingegangen, der große Raiffeisenkonzern ist in die Knie gegangen vor dem, Entschuldigung, paar Bäuerlein, die da demonstriert haben. Mhm. Wo siehst du, wo fängt die... Also wie weit geht Provokation, wie weit ist sie notwendig und wo ist es dann zu viel? Mhm. Jetzt ganz zum Beispiel für die Bäuerchen. Ich habe gesagt, da haben wir den Milchstreik schon angesprochen. Wo ist da die Grenze zur Radikalität? Das war mit ein Grund oder auch eine scharfe Auseinandersetzung unter den Bauern, weil da waren ja viele natürlich dabei, die was gesagt haben, noch drauf, noch mehr drauf. Und wir haben aber als Organisation gesagt, es ist einmal ein Grundprinzip erreicht, also man hat das politische Ziel ja tatsächlich erreicht, ja, dass uns überhaupt zuhören, dass wir unsere Stimme erhoben haben und gesagt, mit diesen Preisen kann man nicht wirtschaftlich überhaupt nicht mehr überleben. Und dann haben wir einfach irgendwann so müssen, es muss das jetzt mal zu Ende sein. Ja, und auch Verhandlungen, also die Kompromissbereitschaft, ja, die ist mir völlig klar. Und wir haben gesagt, da habe ich auch die politische Luft schon geschnuppert. Wenn das erreicht ist, dann muss man dann schauen, dass man das Gas ein bisschen rausnimmt. Also, weil hinten haben immer Leute, die sich erst kurz davor dazustoßen und die wollen halt dann nur mehr geben und nur mehr geben. Und überhaupt in der Anonymität lust ist auch leichter demonstrieren. Es wird die Leute, die mehr oder minder auch dann wirklich die Geschicke führen müssen. Das ist uns völlig klar. Und dass man da natürlich auch mit Widerständen dann innerhalb wieder zu kämpfen hat, das ist alles klar. Das ist mir auch völlig klar. Und da das nicht leicht wird, ist auch klar. Bei mir ist auf jeden Fall Kompromissbereitschaft da zu Ende, wo ich merke, also ich bin ja selber ein betroffener Landwirt, das geht gegen uns, gegen die Familienbetriebe, also das würde uns bis zur Enteignung bringen. Da ist bei mir Kompromissbereitschaft ausgeschlossen. Also da müssen wir einmal klar sagen, bis da kommt die Mistgabe. Da kommt die Mistgabe, genau. Und wie gesagt, ich kenne ja schon oder ich spüre ja schon aus meinem engsten Umfeld und ich habe natürlich die Kontakte immer noch zu den Bauern aus. Natürlich haben jetzt viele ausgeschieden, weil sie einfach in der Pension sind. Ich bin auch immer jetzt so jung, ich denke, ein Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, aber da kommen jetzt Junge dazu, die muss man natürlich auch ein bisschen dann bei der Hand nehmen, nicht nur radikal und auch da muss man auch mit der Wortwahl vorsichtig sein, dass man es nicht aufschaukelt, oder? Und das in eine völlig falsche Richtung geht, weil, wie gesagt, diese Streiks, die muss man schon schauen, wie das mit den Konsumenten draußen, dass das, sage ich mal, abgewogen ist. Aber wie gesagt, wenn es dann unsere Existenz angreift, da bin ich sicher für keinen Kompromiss bereit. Ich hätte jetzt nur mehr eine Frage an die beiden Damen. Einerseits die ganzheitliche Betrachtung. Ich darf gern wissen, wann ich in Salzburg antritt und von heute, und ich war jetzt schon 70 oder 80, was tut Wir sind Salzburg für die Ältesten und wählen dürfen wir schon mit 16. Was macht Wir sind Salzburg für die Jüngsten? Fangen wir bei den Ältesten oder bei den Jüngsten an? Kennst du?
Kannst du euch aussuchen, von oben oder von unten? Ich glaube, dass das irgendwie ein bisschen ineinander greift, ehrlich gesagt. Ja. Eben weil die Generationen eigentlich miteinander arbeiten und leben sollen. Also ich glaube nicht, dass man die Jüngsten ausgrenzen kann und dann sind nur die Kinder und die Eltern und dann irgendwann einmal die Pensionisten oder wie man die Generation nennen will. Sondern ich glaube, man muss schon schauen, dass die Generationen miteinander arbeiten können. Die Eltern sollen die Wahl haben, also Vater oder Mutter, dass sie bei den Kindern daheim bleiben. Also sprich 2, 3, 4 ersten Jahre, die ja die wichtigsten sind für ein Kind, dass es sich entwickeln kann, die innere Stärke entwickelt, soll wirklich eine echte Wahlfreiheit haben. Die Mutter nicht sagen, nein, ich kann nicht, weil ich muss arbeiten gehen, wir müssen genug Geld haben, um was weiß ich, unser Haus abzuzahlen oder was auch immer. Ja. Mhm. Sprich, die Mutter oder der Vater, je nachdem, wer daheim bleibt bei dem oder den Kindern, soll ein Gehalt bekommen, inklusive Sozialversicherung, also auch eine Pensionsversicherung. Mhm. Die soll wahre Wahlfreiheit geben und die ältere Generation, den Rest lasse ich dir, ja. Und die ältere Generation soll natürlich auch die Möglichkeit haben, es gibt ja, wenn ich habe selber Eltern, ja, um die 80 herum, es gibt ja wohl Eltern, ältere Personen ab 60, 65 aufwärts, die ja unglaublich fit sind und eigentlich ihre Lebenserfahrung und so weiter noch weitergeben möchten und nicht einfach jetzt bin ich daheim, ja, mir geht's gut, dann gehe ich halt viel wandern und Radfahren oder so. Es gibt ja viele Leute, die einfach viel wissen und das beispielsweise beratend oder überhaupt auch mitarbeitend für einige Stunden in Unternehmen mit einbringen können und jüngere Personen ihr Wissen weitergeben können. Und ich finde, das sollte man nicht abtragen. Mhm. Ja? Und somit wäre für diese Personen, sollte die Möglichkeit bestehen, dass natürlich auch, ohne dass sie dann Einbußen haben bei ihrer wohlverdienten Pension sozusagen, noch mitarbeiten können. Es gehört eigentlich die Familie wieder gestärkt. Ja, der Zusammenhalt in der Familie, wir sind eigentlich jahrelang immer gespalten worden, weil die Politik natürlich weiß, Gespaltene, also Einzelkämpfer, sind leichter zum Kontrollieren als eine Einheit, als eine Familie. Ja, und das gehört einfach wieder, das gehört ins Bewusstsein gebracht. Und dass die Jüngeren profitieren von die Älteren profitieren von die Jüngeren. Also ich denke da an unsere Kindheit noch zurück, wie viel wir von unseren Großeltern gelernt haben, aber umgekehrt genauso, wie viel die Großeltern von den Kleinen wieder gelernt haben. Also das ist alles eine Einheit und das gehört gefördert. Und einfach, dass man wieder das ins Bewusstsein bringt und dass wir uns nicht mehr spalten lassen. Dankeschön. Ich hätte als Wähler jetzt alle Fragen beantwortet. Ich wüsste, wenn ich will. Ergänzend dazu möchte ich nur ein Beispiel bringen. Es gibt Parteien, die sich Familienparteien nennen in Österreich, die am liebsten die Säuglinge, wo Lehr von der Säuglingsstation, in die Grapelstuben schicken, damit die Eltern wieder arbeiten gehen können und in die Wirtschaft gehen können. Wenn ich an meinen Papa zurückdenke, nach der Geburt von meinem jüngeren Bruder, war er Alleinverdiener, Mama ist bei uns daheim geblieben, die Zeit, der danke ich sehr, dass ich das genießen durfte. Die gibt's immer. Und da hat auch Allah, und der Papa war jetzt kein Großverdiener, hat uns aber gut durch die Kindheit gebracht. Ja. Und heute schaffst du nicht einmal, dass Mama und Papa gemeinsam so viel Geld heimbringen. Und da, das ist das, was die Astrid und die Brigitte gesagt haben. Die Familie ist der soziale Rückhalt unserer Gesellschaft. Und der kehrt massiv gestärkt. Ja, für mich spielen eine ganze Reihe von Punkten zusammen. Erst einmal die Frage, in welcher Art und Weise ihr euer Ziel erreichen könnt. Und das gilt aus meiner Sicht genauso wie in den meisten Bundesländern Österreichs, dass man in irgendeiner Form die Nichtwähler erreicht. Ja, weil da ist ein Riesenpotenzial da. Da hat man 5% wie nichts, wenn man die erreicht, ja, und denen... Ja, der Max, was bieten du, kann. Du nimmst mir das Wort aus dem Mund, und das war ja der Ratschlag gewesen. Da hast du völlig recht. Wann ihr gewinnen wollt, kämpft es nicht gegen die anderen Parteien. Und es gibt 35-45% der Menschen, die nehmen wollen. Wie du richtig sagst, 5% sind drinnen. Sind da relativ leicht drinnen. Leicht. Und da wäre für mich zum Beispiel die Frage, ich verstehe überhaupt nicht, dass Bauern in irgendeiner Form überhaupt noch über eine ÖVP nachdenken. Ja, die ÖVP, ÖVP war früher Bauernbund, ja, und sonst nichts. Ja, das existiert nicht mehr. Ja,
Also ich sind bei den Nichtwählern, wisst ihr das, auch viele Bauern dabei? Nein. Die gehen alle wählen. Die gehen alle wählen. Die Bauern sind die. Und wen wählen die? Die gehen alle, weil die ÖVP. Die wählen immer noch ÖVP. Ja. Ich kann da sagen, warum. Zum Gutteil. Sie werden weniger, aber zum Gutteil. Ich kann da sagen, weil er ist Landwirt und muss im System mitspielen. Ich bin Landwirt und bin aber nur aus Hetz und Gaude. Es ist ganz einfach. Du gehst, die ganzen Förderanträge werden auf den Kammern ausgefüllt. Genau. Bei den Förderanträgen gibt es, sagen wir mal, Grenzen, die ausgelotet werden können und Grenzen, die nicht ausgelotet werden können. Wenn du dich heute engagierst, das ist das, was er jetzt gerade riskiert, wenn du dich heute engagierst außerhalb des Bauernbunds, dann wird heute halt dein Antrag ganz, ganz genau kontrolliert. Heftigster Reformbedarf. Ganz aber genau das ist ja die ganze Geschichte, das hat man ja auch mit Das ist die Macht des Reifens. Auch so versucht, indem die Unternehmen eben Unterstützungszahlungen bekommen. Das heißt, man macht also alle abhängig von irgendwelchen staatlichen Zahlungen. Nicht nur Schweigegeld, sondern wenn du dich sozusagen nicht fügst und mitmachst bei dem, was der Staat, irgendwelche Organisationen von dir wollen, dann wirst du aus diesen Unterstützungsdingen ausgegrenzt. Genau. Das wird überall gemacht. Und deswegen spricht man auch von Bürgergeld und von unkonditionellen Einkommen und so weiter. Das ist also der eine Aspekt aus meiner Sicht einmal. Und da gibt es massiven Reformbedarf. Da sollte eigentlich, ist es ja auch nicht demokratisch in irgendeiner Form, dass es ja überhaupt eine 5%-Grenze gibt. Ja? Man könnte sagen, okay, mit den 5% kannst du jetzt nicht einziehen, aber du kannst deine 5%, 4,9% Wähler, die du hast, die kannst du irgendjemand anderem zugutekommen lassen. Ja? Wie das in anderen Demokratien der Fall ist. Ja, wo ich habe so und so viele Wähler gesammelt, aber die stelle ich jetzt, weil ich bin zu klein, aber die stelle ich dem zur Verfügung. Ja, also da gibt es einen massiven Reformbedarf, wenn wir also von direkter Demokratie sprechen. Und natürlich spielt dieses ganze Konstrukt Familie eine Riesenrolle bei der Geschichte, weil die Familie ist natürlich das Kernelement, der Grundbaustein einer konservativen Gesellschaftssicht. Ja, und deswegen wird die Familie auch so attackiert. Ja, sie kommt ja aus der Europäischen Union, es kommt ja aus der, wenn wir es immer noch links nennen wollen, der Richtung, kommt der Angriff auf die Familie und da hat es also überhaupt kein Interesse da, das, was ihr euch als Ziel gesetzt habt, nämlich die Eltern und Kinder Großeltern hier als eine Einheit ein Leben zu ermöglichen, da gibt es null Interesse dafür. Dabei ist es ja so, und ich habe da ein paar interessante Gespräche gehabt mit Wissenschaftlern, dass ja auch für die Gesundheit der Kinder auf der einen Sicht, auch vor allem für die Gesundheit der Elternmenschen, ist diese Interaktion mit der Familie. Ja, also da gibt es Studien, die ganz klar sagen, Alzheimer und Demenz ist direkt verbunden, in dem Moment, wo die aufhören, diesen emotionalen Kontakt mit der Familie zu haben. Da, wo man von der Bildung von den Kindern ganz sprechen, wichtig. Die wird total viel von den Großeltern lernen. Also ich sehe, mit was für einer tiefen Emotion mein Neunjähriger am Opa hängt. Ja, das ist für ihn eine echte Referenzperson. Mhm. Ja. Oder der zählt jetzt zwar wieder auf Besuch in Kärnten beim Opa und der hat mit ihm bis 1 Uhr morgens haben's gesprochen über die Zeit im und nach dem Zweiten Weltkrieg. Also ich meine, das kann ich nicht erzählen. Ich kann nur Erzählungen erzählen, die ich bekommen habe. Da hört er das effektiv, wie das damals war. Das ist Lebenserfahrung pur. Ja? Also ich bin schon der Meinung und ich sehe das ganz wichtig. Und ich glaube, dass auch hier, da müsste es eigentlich schon auch Leute geben, die das verstehen, die heute nicht wählen gehen und sagen, und wenn ihr da konkrete Pläne habt, irgendwas Konkretes anbieten könnt, glaube ich, könnte man vielleicht auch dort aber Nichtwähler dazu bringen, euch zu unterstützen und diese Hürden quasi zu überwinden. Weil nur so, wenn es so weitergeht, wie es derzeit weitergeht, schaut es für die Familie nicht gut aus. In keiner Form. Ja. Also die richtigen Plattformen müssen wir halt finden. Ja, also da wir sehen ja, dass wir haben ja diese Familienunterstützung, haben wir ja sehr viel dafür schon getan in unserer Organisation. Wollen wir auch natürlich in dieser Form weitertragen. Eine Sache brennt mir noch unter den Fingernägeln, das ist die Teuerung, die uns ja momentan alle beschäftigt. Und ich habe vor knapp 11 Monaten das erste Mal einen Warenkorb bei meiner Gattin im
Lebensmittelhandel eingekauft, Artikel des täglichen Bedarfs, habe damals 22,80 Euro bezahlt und im Dezember beim gleichen Warenkorb, gleiche Filiale, gleiche Produkte, 56 Euro. Also von 22,80 Euro auf 56 Euro. Und wir sind alle, und das ist jetzt wirklich tatsächlich ein Salzburg-spezifisches Thema, es gibt in Salzburg auch den Energiekonzern, der sich nennt Salzburg AG, mit einem Aufsichtsrat, dem der jetzige Landeshäuptling vorsteht. Und wir haben da einfach auch jeder von uns seine Themen. Ich zahle beispielsweise seit diesem Monat statt 116 Euro 186 Euro, bin aber nur relativ glimpflich davon gekommen in der Relation zu vielen anderen. Und da ist eine der Überlegungen, es kann nicht sein, dass so ein Konzern 70 Millionen Euro Gewinn macht, da gehören zumindest 20% dem Konzern von mir aus nur für Restrukturierungs- und Infrastrukturmaßnahmen und der Rest gehört den Menschen, den Kunden zurückgegeben. Das sind so Ideen, die wir auch haben, um den Menschen, alles andere findet man bei uns auf der Homepage in den Broschüren, aber das sind so Gedanken, um den Menschen einfach auch tatsächlich zu helfen. Nicht scheint zu helfen, dass ich ein Geld im Jänner 2024 kriege fürs Jahr 2022, sondern tatsächlich per sofort zu helfen. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ein wesentliches Thema und das wollte ich gerne noch anbringen. Dann darf ich mich bedanken für eure weite Anfahrt, danke, dass ihr das Zeit genommen habt. Freut mich, dass das für eure Kinder ein Erlebnis ist, ja, ein Erlebnis, wie du bist. Das ist eine exzellente Idee, das so zu machen. Eine Schulveranstaltung, genau. Herzlichen Dank für eure ganzen Informationen. Wir werden, wie gesagt, alles einblenden, damit die Leute wissen, wo sie hingehen müssen, wo sie die Unterstützung gerne finden, wie das abläuft. Schon langsam wissen wir das auch sehr genau, obwohl wir nicht parteipolitisch tätig sind, weil wir das für alle tun. Ich wünsche euch natürlich sehr viel Erfolg. Wir versuchen ja, die basisdemokratischen Bewegungen hier auch immer zu unterstützen. Ich hoffe, dass das für euch klappt und ihr zumindest große Bekanntschaft erreicht, auch wenn es noch kein Landtagssitz wird. Und ich bin schon sehr gespannt, ob ihr das schaffen werdet und werde das sehr genau verfolgen. Dankeschön. Dankeschön. Wir danken sehr. Dankeschön. Ja, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass Sie bis jetzt dabei geblieben sind. Sie wissen, wir brauchen eure Unterstützung. Wir brauchen die Unterstützung, dass ihr unsere Beiträge teilt. Und natürlich auch, da wir ein zuschauerfinanziertes Medium sind, natürlich auch eure finanzielle Unterstützung. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.